Hey Leute, morgen kommt die neue Karte Mauerbrecher raus mit einer Draft Challenge und ich versuche euch heute im Video wieder möglichst viele hilfreiche Tipps mitzugeben. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich eben schon die Karte spielen durfte, dadurch, dass ich eben einen Entwickler-Account habe. Und deswegen schauen wir uns gleich auf jeden Fall die Stärken und Schwächen der Karte an und werden es deswegen auch noch gleich auf dem Entwickler-Account Gameplay dazu anschauen, um eben noch besser erkennen zu können, wie die Karte wirklich funktioniert. Viel Spaß! Das Wichtigste, was ihr über die Mauerbrecher wissen müsst, ist eigentlich nur, wie sie funktionieren. Sprich, man setzt sie eigentlich nur in die Brücke, dann stürmen sie eben auf den Turm zu und dann stirbt ein Mauerbrecher weg und der andere kommt an den Turm. Das Ganze machen sie für 3 Elixier und das ist eben wichtig, dass eben nur einer an den Turm kommt. Wir können es gerade nochmal anschauen. Sprich, wenn ihr eben nicht dafür sorgt, dass sie irgendwie beschützt werden, das können wir gerade mal ausprobieren, dann wird eben immer nur einer von den beiden Mauerbrechern an den Turm kommen. Sprich, so richtig lohnt es eigentlich nicht, die Mauerbrecher nur an die Brücke zu setzen, finde ich, weil dann eben immer nur der halbe Schaden drankommt und für 3 Elixier finde ich das eben relativ zu teuer. Trotzdem, wenn beide Mauerbrecher durchkommen sollten, machen sie insgesamt 800 Flächenschaden. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall enorm aufpassen, dass ihr eben nicht beide dran lässt. Im besten Fall gibt es dafür möglichst billige Konter. Sprich, die Karte Mauerbrecher kosten ja nur 3 Elixier, sprich, ihr müsst sie auch versuchen, mit möglichst billigen Karten zu kontern. Gute Karten dafür wären jetzt hier zum Beispiel der Grabstein für 3 Elixier, Fledermäuse, Feuergeister, Kobolde, Eisgeist, Skelette, Pfeile oder eben Barbarenfass. Wichtig ist es eben dann auch aufzupassen, dass man dann eben nicht ganz viel Elixier ausgibt zum Kontern, da die Karte eben nur 3 Elixier kostet. Als nächstes betrachten wir noch Karten, mit der die Mauerbrecher zusammen gut funktionieren, also guten Kartenkombis zusammen mit den Mauerbrechern. Wie gesagt, eine von den beiden Mauerbrechern stirbt weg, wenn man sie nur in die Brücke setzt, deswegen lohnt es eben einfach irgendeine Karte zum Tanken zu nehmen, dass eben beide an den Turm kommen können, wenn der Gegner eben nichts setzt. Gut dafür vor allem Tunnelgräber, immer gut geeignet, Eisgolem, Ritter, auch sehr gut ist zum Beispiel Goblin Gang, Speerkobolde oder Goblins. Da ist es ziemlich gut, dass man eben zum Beispiel Kampfwolf, Sepp oder Schneeball, also die kleinen Zauber, ziemlich gut rausbaiten kann. Sprich, gegen die Mauerbrecher setzt man eben ganz gerne die kleinen Zauber ein und die können dann eben zum Beispiel gegen Goblin Gang, Speerkobolde oder Kobolde fehlen. Die nächste wichtige Entscheidung ist natürlich, ob man sich die Mauerbrecher nehmen soll oder ob man sie den Gegner geben soll. Wenn ihr die Entscheidung habt, würde ich euch eher empfehlen, die Mauerbrecher den Gegner zu geben. Wichtig ist eben vor allem, dass man aus den Mauerbrechern keinen defensiven Value rausholen kann. Also es ist eine rein offensive Karte und ich finde sie aktuell für 3 Elixier noch ziemlich schwach. Zusammen mit Tunnelgräber oder Eisgolem oder kleineren Karten zum Tanken kann sie zwar ziemlich stark sein, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihr diese passenden Karten dazu getraftet bekommt. Sprich, Mauerbrecher vor allem der Verteidigung zu schwach und ich würde auf jeden Fall empfehlen, sie eher den Gegner zu geben, weil man sie vor allem in der Verteidigung gar nicht verwenden kann. Als letztes wollen wir uns gerade noch anschauen, welche Karten ihr eben im Draft-Modus nehmen solltet, also welche Karten ihr auswählen solltet. Dafür habe ich einfach mal 8 Karten genommen, die ich so ziemlich mit am stärksten finde. Wir sehen schon mal allgemein, dass wir vor allem eben sehr, sehr viele große Einheiten mit sehr viel Leben haben. Also zum Beispiel Megaritter oder Pekka kann man zum Beispiel sowohl defensiv als auch offensiv nutzen und hat damit praktisch die Win-Condition, also die Karte, die am Ende den Turm holen kann, schon drin im Deck und kann gleichzeitig mit diesen Karten eben auch verteidigen. Vor allem eben sind sie nicht anfällig und sterben nicht so leicht weg. Bei Bowlers ist es sehr ähnlich, auch eine Karte, die man fast nicht töten kann und die eben der Verteidigung verdammt viel rausholen kann. Genauso ist auch beim Elektrodrachen, den könnt ihr eigentlich fast nur mit dem Blitzzauber töten und ansonsten kann der Gegner, egal mit welchen Karten er da kommt, eigentlich fast nicht töten. Rabauken? Die kann man schon besser töten, Problem ist eben oft nur für die Gegner, wenn sie zum Beispiel keinen Giftzauber, Feuerball oder vor allem eben, was oft vorkommt, eben keinen Kampfholz haben, kommen sie an die beiden Rabaukenmädchen eben hinten dran nicht dran und das bedeutet dann eben, dass die Rabauken extrem viel Value rausholen können. Ähnlich ist es auch bei der Skelettarmee, eine Karte, die normalerweise gar nicht so stark ist, weil eben alle Gegner eigentlich Knall oder Kampfholz oder sonst was spielen, aber beim Draft-Modus kommt es eben oft vor, dass ihr eben keinen kleinen Zauber getraftet bekommt. Und wenn ihr keinen kleinen Zauber habt, dann ist die Skelettarmee extrem stark, wenn man sie eben nicht töten kann und deshalb kann ich euch auch nur empfehlen, die Skelettarmee zu nehmen. Und als letzten Tipp nochmal, eben immer auch darauf achten, wenn man gute Win-Conditions bekommt, also Karten wie Riese oder Golem natürlich immer möglichst nehmen, damit ihr einfach eine passende Karte im Deck habt, die eben am Ende den Turm holen kann. So, ich hoffe, ihr konntet nochmal. So, ich konnte auf jeden Fall hoffentlich einiges mit dem Video anfangen. Ziemlich viele von euch hatten sich eben ein Tipps-Video für die Challenge morgen gewünscht. Dann noch viel Erfolg für die Challenge morgen an euch alle. Wir werden sie auch live spielen, am Abend, also morgen Abend. Und ich werde schon mal ein Video vorher hochladen, in dem wir die Challenge hoffentlich relativ erfolgreich schaffen werden. Man kann auch einiges gewinnen, bin gespannt, wie gut wir zurechtkommen werden und vielleicht auch die 15 Siege schaffen werden. Soviel zum heutigen Video. Danke, dass ihr dabei wart und ciao.